Hallöchen, meine Damen und Herren, die Devs von CS2 ballern richtig rein. Schon wieder ein Update. Und unter anderem wurden auch wieder sehr, sehr schöne Sachen gefixt. Also, rein da. Tja, ob das bei euch genauso gerade ist? I doubt it. Wir schauen uns das gesamte Update wieder geschwind an, beginnen dabei ganz oben bei Gameplay. Am Subtick wurde ein bisschen geschraubt. Die Bewegungsbeschleunigung und die Muscle Flash, also vorne an den Waffen, wenn man schießt, werden jetzt im nächsten Frame gerendert. Ich gehe davon aus, dass es dadurch alles etwas genauer wird. Gerade bei Subtick sind dann noch viele sehr, sehr unzufrieden, also mich eingeschlossen, weil es so ein bisschen... So what you see is what you get. Wacky ist. Des Weiteren wurde der Shooting Spread, der davor wohl unsynchronisiert war, jetzt synchronisiert, was Spieler und Server angeht. Somit sollten dann auch die Tracer, also das, was man sieht, auch die Einschläge und so weiter, noch besser passen zu dem, was man selbst sieht, weil eben Server und Client jetzt dann synchronisiert sind. Und es wurde noch ein Bug gefixt, bei dem ein Jump nicht komplett konsistent von der Höhe her war, wenn man sofort nach dem Sprung einen Movement Key, also WASD, gedrückt hat. Diese drei Punkte waren bereits sehr, sehr gute Updates oder Änderungen. Was jetzt aber hier kommt, finde ich fast noch ein bisschen krasser, weil wir haben gerade am Dienstag davon gesprochen. Und zwar kann man jetzt zu viert in Premiere reinqueuen. Es geht doch. Aber wer jetzt sagt, halte ein, warte, irgendwie ist es doch kacke, weil wenn ich dann alleine bei vier Leuten bin, könnt ihr mich ja einfach rauskicken, falls ich denen zu schlecht spiele oder zu gut spiele oder irgendwas komisches. Was sagt Valve in dem Moment? Halt, stopp! Denn ab jetzt haben die Solo-Player eine Vote-Kick-Immunity gegenüber dieser Vierer-Party. Man kann also nicht gekickt werden, wenn man alleine mit vier anderen zusammen spielt. Könnte natürlich auch ein bisschen gefährlich werden, weil falls du halt zu viert reinsuchst und irgendeinen Affen hast. Aber alleine dieser Punkt, dass man jetzt zu viert queuen kann, das hatten wir gerade am Dienstag besprochen, ist jetzt am Start, als hätten sie zugehört. Und direkt darauf kam aber dann auch, ja, wenn man zu viert queuet, dann wird man ja, wie ich es vorhin gesagt habe, gekickt. Und das haben sie auch direkt berücksichtigt. Nice. Und zu guter Letzt wurde auch die Inactivity jetzt mit einberechnet. Wenn du mal eine Weile nicht gespielt hast und dann dein CS-Rating wieder re-establishen möchtest, dann wird es wohl berücksichtigt, dass du halt da eine Weile inaktiv warst. Ich gehe stark davon aus, dass man dadurch dann nach Inaktivität und somit eben dann wohl Rankverlust besser auf seinen Rank wieder findet. Und ins Audio haben sie sich scheinbar richtig reingekniet. Da haben sie viel verändert. Erstens, man hört die Granaten-Bounces jetzt nicht mehr so extrem weit. Die Distanz wurde etwas verkleinert. Alter, wie laut! Ich höre einfach unten bei Banana the Nate. Ah, jetzt. Hier höre ich nicht mehr. Des Weiteren wurde die Occlusion-Filterqualität verbessert. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Hinsicht. Okay, dann klingt vielleicht alles nochmal ein bisschen schicker. Dann haben sie noch was am Headshot-Ding-Sound verbessert. Und zwar hat man mitunter, das ist auch in den Streams ab und an passiert, gedacht, dass man auch einen Headshot erhalten hat, wenn man selbst einen gedrückt hat. So war es zumindest bei mir ab und an. Für Leute ohne Rüstung wurde der Headshot-Sound ein bisschen leiser gemacht. Also die wiederum den Headshot erhalten, damit es halt mit den anderen Sounds passt. Der Landesound nach einem Sprung wurde angepasst, dass es mit den restlichen Sounds in Ordnung geht. Und die Volume-Kurve wurde auch so verbessert, dass man die Distanz dementsprechend auch hörend dann besser einschätzen kann. Oh, da ist gerade jemand gedroppt. Wie weit ist der ungefähr weg? Der Sound, der kommt, wenn man Molly ausmacht mit der Smoke, ist jetzt wohl auch verbessert. Im Speziellen bei mehreren gleichzeitig, okay. Achtung, ich baue noch ein paar Mollys. Sehr gut. Ja, ja, ich glaube, davor war es ein bisschen crunchy. Klang so ineinander gesteckt. Die Bombe macht jetzt wieder diesen lustigen Spark-Sound, wenn man am Diffusen ist und es nicht mehr schafft. Und ein Player sich dreht? Ich weiß, was für ein Sound gemeint ist, aber was ist diesen hier? Und des Weiteren haben sie am Stöhnen gearbeitet. Und zwar konnte es wohl passieren, dass das Stöhnen eines Opfers als das eigene verwechselt werden konnte. Ja, ja, komm, kann man machen. Oh, und bei der Unsilenced M4-1S, also wenn du den Schalli abgemacht hast, konnte man wohl auf die Distanz manches Gunfire gar nicht hören. Mhm. Bei Maps ist diesmal nur eine einzige Map dabei, und zwar Mirage. Da haben sie ein paar Clipping-Geschichten bei der Bench and Palace gemacht und eine Box niedriger geregelt, damit es so ist wie in Go. Okay. An den Effekten haben sie auch gewurschtelt. Sie haben einmal die Performance der Bluteffekte auf Close Range verbessert. Dann haben sie die Bomben-Visibility von hinten hinter der Bombe verbessert. Und die nächsten beiden Punkte finde ich jetzt nicht so extrem wichtig. Einmal wurde der Muscle Flash reduced, wenn du nach einem Snipeshot direkt quick switchst, die Waffe. Ist halt weniger. Und bei den Killstreaks, ich nehme an, halt dann im Deathmatch, oder? Wohl, 5er Killstreak im Ding kann man schon auch mal hinhauen. Da wurde wohl auch der Hut-Effekt etwas runter geregelt. An CS-TV haben sie auch wieder weitergearbeitet, auch ein sehr wichtiger Punkt, weil ja viele sagen, hey, Demos muss man wieder machen können, laden können, schauen können und so weiter und so fort. Hierfür haben sie zwei Updates gebracht. Einmal eine Einstellung, mit der man steuern kann, ab wann aufgenommen werden soll, entweder ab des Starts des TV-Records oder wenn man diese Option nullt, dann früher. Und des Weiteren kann man dadurch eben den Delay rausnehmen, wenn man einfach TV-Record Immediate One macht und danach dann TV-Record eingibt und dann hat man sofort eben die Aufnahme. Und bei Misk wird vor allem der erste Punkt sicherlich von einigen Sticker-Fans gefeiert, und zwar sind es die Wear-Values angepasst, damit es besser
oder ähnlicher ist, wie sie damals in Go ausgesehen haben. Also eure Crafts von damals sollten dann jetzt wieder etwas schicker aussehen oder eben so, wie sie zumindest damals gedacht waren. That is amazing. Als nächstes wurde ein Workshop-Tool Bug gefixt, bei dem wohl das Lightning-Environment irgendwie kaputt gemacht wurde, unter manchen Umständen. Die HDR-Rendering-Qualität wurde verbessert. Und zu guter Letzt wurde der Upload für Wingman-Maps aktiviert. Perfekt, Alter, ran damit! Von meiner Seite wieder dieselben Worte wie beim letzten Update. Ich freue mich sehr, dass Valve so reinhaut und an der Basis die Arbeiten weitermacht, damit wir eben diese ganzen Fehler und Problematiken und Clipping-Geschichten und was weiß ich alles nicht mehr haben, dass der Sound stimmt und so weiter und so fort. Und sobald dann die Basis komplett steht und ausgemerzt ist, jeder einzelne Fehler weggeschniedelt ist, dann kann es in Richtung Operation gehen oder andere Geschichten. Also tipptopp und wir lösen noch geschwind ein Giveaway auf. Beim letzten Mal gab es ja für euch eine M41S Emphosaurus S zu snacken. Das war in dem letzten Update-Video. Und man sollte, um mitmachen zu können, schreiben, ob man schon mal bei mir im Livestream war. Schauen wir mal rein. Ich habe dazu schon alles ready gemacht. Vielen lieben Dank für... Er braucht ein bisschen. Alter Falter, 112 Kommentare. Leute, ihr seid wahnsinnig. Kuss, geht raus. So viel hat man schon lange nicht mehr. Wir waren wirklich lange nicht mehr bei über 100. Vielen, vielen lieben Dank. Der Gewinner der Emphosaurus S, der hoffentlich eben auch über die Codephrase geschrieben hat, ist Viktor Monke. Nein, war ich noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Sehr gerne, Viktor. Du hast somit die M41S Emphosaurus Dingeskirchens gewonnen. Melde dich bitte unter diesem Video und sag, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge bitte deiner Kanalinfo, wie du es schon gemacht hast, nice, deinen Trade-Link hinzu. Somit musst du dich nur noch unter diesem Video hier melden und sagen, oh, ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Wow, oder irgendwie sowas in die Richtung. Viel Spaß mit dem Skin. Und natürlich hauen wir heute auch noch einen weiteren Skin raus. Und zwar gibt es diesmal für euch diese AWP Wormgod zu gewinnen, die ich selbst nicht sehe, weil hier irgendwie so viel Zeug drüber liegt. Jetzt habe ich sie, jetzt habe ich sie. AWP Wormgod für euch. Und mit folgender beantworteten Frage könnt ihr damit rein. Und zwar, wirst du heute im Livestream vorbeischauen, um dir diese Player 2 zu snacken? Die gibt es nämlich heute im Livestream-Giveaway. Solche oder ähnliche Skins sind bei uns übrigens immer in den Streams am Start. Dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Ich sage es zwar immer extra, dass auf Twitch die größeren Giveaways laufen, aber ich dachte, ich zeig's euch mal wieder, was es da unter anderem heute zum Beispiel gibt, diese M41S Player 2. Also, bist du da dabei? Ja oder nein? Einfach in die Kommentare und dann ist man automatisch bei dem YouTube-Giveaway mit dabei. Aber für die Player 2 muss man halt in den Stream kommen, ne? Also ran. So, das war's dann auch wieder für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Kommentare. Ich habe mich echt, das war ja richtig krass, dass ihr da einfach 100 Kommentare rausgeballert habt. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns dann im nächsten Video in 2 Tagen oder halt heute im Livestream oder morgen im Livestream, so wie ihr Zeit habt. Macht's gut. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.